Was geht ab, Mano, Sie Fighter Hose hier und willkommen zum Team Rating Video Nummer 68. Vielen lieben Dank auch natürlich für die Einsendungen dieser Woche. Wenn ihr wie immer wissen wollt, wie ihr dran teilnehmt, Freunde, der Link dazu ist in der Beschreibung. Wir hatten letzte Woche wieder eine Frage am Ende des Videos, diese Woche ebenso, deswegen bleibt auf jeden Fall dran, ihr seid am Ende gefragt. Aber letzte Woche war es die Einsendung von unserem Boy PYND by O's. Hashtag Team Oso, hier ist mein Dream of God Team, was könnte ich daran verbessern? Ohne eine Frage, außer deine erste Konsole. Erste Konsole war wie gesagt Super Nintendo, erstes Game Street Fighter. Und genau, hier an der Stelle war das sein Team. Ihr seid hergegangen, habt den ganzen eine Bewertung gegeben. Eure Tipps und Tricks, soll ich sagen. Tipps und Ratschläge waren auf jeden Fall nice. Man hat sich, viele haben sich darüber quasi erstmal geeinigt, sage ich mal, einen der LR verwerten zu können, auf jeden Fall im Team. Sei es jetzt quasi Beerus, LR Beerus oder hier an der Stelle dann, wir hätten natürlich auch einen LR Black. Die Sache ist jedoch, Freunde, mit LR Black wäre es auf jeden Fall gut, wenn man natürlich einen Rosé hätte, sei es AGL Rosé oder Strength Rosé. Wenn man das nicht hat, dann wird es schon sehr minimalistisch mit LR Black. In dem Fall quasi auch ohne, sag ich mal, irgendeinen anderen Charakter wie Physisch Goku Black oder irgendeinen ähnlichen, der so Link Skills hat wie Nightmare Dismal Future Big Bad Bosses. Ist es für LR Goku Black schwierig in einem Realm of Gods Team? Wollte ich einfach mal nur aufzeigen. Dann Link ist es halt wirklich minimalistisch, also minimal besser gesagt, mit Prepare for Battle und Fierce Battle. Könnte man machen, mein Gott, würde auf jeden Fall dennoch funktionieren. Aber wir haben halt schon eine gute Relation mit einem LR. Die würde ich auch so lassen. LR Beerus mit Tech Beerus. Schau sehr, dass dein Tech Beerus auf jeden Fall awakes. Easy A awakes ebenso. Und dann, ja, hältst du beide in einer Rotation, ist wirklich eine sehr gute Rotation. Die anderen können zum Beispiel halten Ui Goku mit dem Agel Gogeta, teilen sich drei Link-Skills, 4 Spell, Prepare for Battle, Over and a Flash. Wo es dann aber wichtig wird, ist, wenn du Strength Godku als Rotationscharakter mitnimmst, den rein und raus rotierst. Warum Strength Godku rein und raus rotieren und nicht Agel Gogeta? Denn Strength Godku hat halt für diese Rotation dann noch sowohl Godly Power als auch Shocking Speed. Agel Gogeta hat für die Rotation mit Beerus kein Shocking Speed und kein Godly Power. Deswegen würde ich eher Strength Godku raus rotieren, rein und raus rotieren. Und dann könntest du Supporter mitnehmen, wie zum Beispiel Toppo. Toppo auf jeden Fall ein sehr guter Supporter für die Realm of Gods Kategorie. Oder ich habe halt dann, wie gesagt, ich wollte das mit Goku Black nur aufzeigen. Er ist natürlich auch da, ich habe ihn nicht vergessen. Würde aber eher dann auf Godku zurückgreifen als Rotationscharakter. Und Toppo als Supportcharakter ebenso rein raus rotieren. Oder dann Easy A Vegeta würde auch gehen. Ja, so ist nicht. Kannst du auch mitnehmen. Der hätte dann, ja, im Prinzip dann noch, ja, der wäre jetzt zum Beispiel an der Stelle mehr oder weniger nicht ein wirklicher Supporter, denn er wäre ja der einzige Vegeta's Family Kategorie Mitglied von der Passive her. Ich wollte ihn einfach mal nur aufzeigen, sag ich mal, so wie Goku Black, dass man ihn nicht vergisst. Er ist natürlich auch da nach seinem ECA, aber da er der einzige Vegeta's Family Charakter im Team wäre, somit hätte er dann keinen Support-Aspekt, würdest du einen weiteren Vegeta's Family Mitglied in das Team mit rein involvieren, wie zum Beispiel Strength God Vegeta, dann würde er diesen Support-Aspekt natürlich noch bekommen, aber ja, ich wollte ihn einfach nur aufzeigen. Es ist ein neuer Charakter, was heißt neuer Charakter, aber der kürzt erst dann ECA bekommen, den habe ich natürlich nicht vergessen, im Hinterkopf auch gehabt, aber du hast einen Topo, nimm Topo auf jeden Fall mit, Freunde, so wenn ich ja drüber nachdenke, weil ich meine, ja, hätte ich vielleicht eigentlich Vegeta und Goku Black nicht zeigen sollen, einfach nur sagen sollen, dass es die auch gibt, tralala, weil das hätte vielleicht auch ein bisschen für Verwirrung sorgen können. Oder hat es bei mir ganz kurz, weil ich muss ganz kurz denken, ey, warte, was sucht er da eigentlich? Da fehlt doch ein Vegeta's Family Charakter. Er wollte ihn wahrscheinlich nur aufzeigen, Freunde. Er ist auch ein guter Charakter, kürzt dann Isel bekommen natürlich, aber man muss auch gucken, dass man ihn auch richtig spielt. An der Stelle würde ich dann, wie gesagt, auf jeden Fall das so lassen, wie ich es gezeigt hatte. Mit Ui Goku in der Rotation mit Agel Greater, Beerus mit Isel Beerus und dann an der Stelle noch Toppo als Rotationscharakter rein und raus rotieren als Supporter und unserem Boy Strength Godku. Genau! So, Freunde, dann haben wir hier an der Stelle das nächste Team. Also, um es mal kurz noch anskratzen zu können, wenn du zum Beispiel deine oder wenn ihr eure beiden Gott-Charaktere in der Rotation spielen wolltet, dann würde es natürlich auch gehen. Dann hättest du eine Rotation zum Beispiel Gott Vegeta mit Gott Goku. Und dann könntest du auf jeden Fall diesen Isel Vegeta mit reinnehmen, weil dann würde er auch als Support-Charakter seine Passive geben. Ich glaube, das war so mein Gedankengang, was ich dazu noch sagen wollte. Deswegen hat sich ihn da reingeklatscht. Wollte einfach nur mal meine Gedanken loswerden. Jedenfalls, das nächste bin ich hier von MVP Fabi, Hashtag Timoso Hirodo. Erstmal schöne Grüße aus Österreich. Schöne Grüße zurück aus Deutschland nach Österreich, my boy. Ich probiere schon lange rum und schaue, welche Charaktere das bessere Team bilden. Aber
irgendwie ist nur das Movieboss-Team stark genug, um schwere Stages zu schaffen. Ich denke, da geht mehr und wäre froh darüber, wenn du ein oder andere erfahrene Spieler mit mir weiterhelfen könntest. Ich habe meine ganzen Charaktere LR bis SR geschickt und mein bereits erwähntes Team. Liebe Grüße, Fabi. Liebe Grüße gehen auch zurück an dich, mein Boy. Dann gucken wir uns das Ganze mal hier an der Stelle an. Und zwar, ja, wie gesagt, du hast mir jetzt viele oder deine ganze Charakterliste geschickt, mehr oder weniger, sage ich mal. Und das Team, was du gerade benutzt. Ich werde nur auf dieses Team eingehen, was du benutzt, dieses Team bewerten und für dieses Team meine Verbesserungsvorschläge geben. Du kannst natürlich auch andere Teams bauen. Du hast auch andere Leader, die werde ich kurz erwähnen, aber dann würde ich dir quasi die Aufgabe geben, geh hin mit den Ratschlägen, die ich dir quasi gebe, bau dir dann die Teams mit den anderen Leadern. Das würde auf jeden Fall mit den anderen Charakteren auch funktionieren, sehen wir gleich. Aber du hast schon das Richtige gemacht, du hast ein Movieboss-Team gewählt, weil aus den Movieboss-Charakteren hast du quasi... Ja, kannst du dein stärkstes Team aktuell bauen, sage ich mal. Denn da ist auch ein LF vertreten. Und dann gucken wir uns das Ganze mal aber hier an. Wie gesagt, unser Boy hat Movieboss-Team, / Full-Power-Team. Darf man nicht vergessen. Jeder Charakter gehört dementsprechend zum Leader-Skill. Yes, jedoch sind alle nicht, alle sind nicht Max-Awaked. Genau, Talis kann man awaken, Golden Freezer kann man awaken. Und Broly kann man awaken, aber für ihren Status sind sie Max Level, deswegen sind wir bei 7 von 10 Punkten. Und jetzt, wie gesagt, lass uns mal ganz kurz die Charakterliste ansehen. Zum Beispiel, du hättest einen Omega Shenron, wie ein Shadow Dragon Leader. Du hättest Kefler Potara Leaderin. Du hättest Vegito Majin Buu Saga Leader, Future Saga Leader. Du hättest einen Super Physisch Leader, könntest ein Super Physisch Team bauen. Und du hättest alle Chunks, ihr könntest auch mit einem Super Physisch Team zum Beispiel. Ich will das einfach nur aufzeigen, Freunde. Ist auch wichtig zu erkennen, welche Leader ihr habt, welche Charaktere ihr in diesem Team nutzen könnt. Von deiner Denkweise bist du schon richtig hergegangen. Du hast dein Movieboss Team gebaut, hast die Charaktere reingeklatscht, die zum Leader-Skill gehören. Wobei du eher wahrscheinlich dich nur auf die Movie-Boss-Kategorie konzentriert hast, aber Broly gibt auch für die Full-Power-Charaktere ein Leader-Skill. Und du hättest auf jeden Fall in den beiden Reihen Movie-Boss und Full-Power bessere Charaktere, die zeige ich dir gleich auf. Aber du hättest zum Beispiel Universe Survival Saga Leader mit Jiren, der auch einen zweiten Leader-Skill für Strength-Charaktere hat, ein Hybrid-Zane dazu, da könntest du deine Trunks involvieren in das Hybrid-Zane-Team. Und so fort, du hast echt gute Leader, mit denen kannst du auf jeden Fall was anfangen. Ich glaube, ich habe auch irgendwo, habe ich einen Uiguku gesehen? Ich glaube nicht, aber Super Saiyan 3 Bardock habe ich gesehen, genau. Viel fangen gut damit, Fusion Leader und, da geht auf jeden Fall einiges. Ah, geil, Broly haben wir mal, Boy. Den nehmen wir auf jeden Fall auch in das Team vom Movie Boss Broly rein. Und genau, wie gesagt, also, du hast auf jeden Fall reichlich Leader. Du kannst auch gute Teams bauen, viele Teams bauen, sage ich mal, oder mehrere Teams, besser gesagt. Aber mit deinem Movie Boss Team hast du auf jeden Fall, warst du da auf der richtigen Spur. Jedoch würde ich auf jeden Fall andere Charaktere nehmen. So, in letzter Zeit zu viel auf jeden Fall gesagt, schieben wir das mal zur Seite. Aber wie du dein Team jetzt baust, jetzt abgesehen davon, dass du natürlich noch awaken kannst, aber da gehst du dann nach und nach her. Du spielst dein physisch Broly in der Rotation mit dem Argel Broly. 6 Link-Skills, ich glaube, das spricht für sich. Dann ist halt die Sache, wir haben einen Ella Bojack. Ella Bojack, schwierig, den in der Rotation zu halten. Du brauchst halt jemanden, der Revival hat, Keep Plus 2 oder Shattering the Limit. Und dann ein seiner Angriffslinks ist sehr gut. Big Bad Bosses oder First of Conquest zum Beispiel. Du hast einen Metal Cooler. Nimm den Metal Cooler mit rein und spiel ihn in der Rotation mit deinem LR Bojack. Das betrifft deine Karten, weil du wirst dich wundern, ey, ich habe noch kein Talis. Richtig. Aber, by the way, Metal Cooler Supporter kannst du mit LR Bojack, sag ich mal, vorerst in der Rotation auf jeden Fall halten. Sie haben First of Conquest. Und dann haben sie noch an der Stelle noch einen Link-Skill, der mir so auf spontane Weise... Shattering Limit. Logisch. Shattering Limit und First of Conquest. Funktioniert auf jeden Fall. Der ist auch Support. Wie gesagt, Support den LR Bojack mit Key, Angriff Boost. LR Bojack kommt auf jeden Fall gut aus und carryt diese Rotation, sag ich mal. Warum ist jetzt ein Talis? Was sucht ein Talis hier? Denn du kannst, wenn du als Friend Talis nehmen kannst, dann würde ich dir empfehlen, jetzt so vorerst für den Status, in dem du bist, in dem du quasi noch Dokkan-Events machst, deine Medaillen farmst, um deine Charaktere zu hacken, würde ich dir Talis als Friend empfehlen. Natürlich könntest du auch Broly mitnehmen, aber warum Talis? Denn Talis, den Friend Talis, könntest du dann in der Rotation mit Bojack lassen. Die teilen sich auch zwei Link-Skills. Thirst of Conquest vertreten ist wichtig auf jeden Fall und Big Bad Bosses. Aber Talis an sich gibt dann noch Bojack für die Rotation Keep Plus 3 40%. Dann könntest du mit Elkuda rein und raus rotieren. Also den Friend wollte ich auf jeden Fall aufzeigen, nimmst du auf jeden Fall mit, wenn du es immer kannst, ansonsten halt physisch Broly. Und dann hast du noch Omega Shenron, den tust du rein und raus sortieren, ist ein Full Power Charakter, der gehört zu Kategorie, ist ein guter Charakter. Zum Beispiel mit dem Team Setup könntest du erstmal hergehen, dann Omega Shenron awaken und wenn du das gemacht hast, ist es auf jeden Fall für dir eine Hilfe, weil das Event vom physisch Broly ist zum Beispiel schwerer, dann könntest du versuchen, dann Argel Broly zu awaken, dann ein physisch Broly. Und dann hätten wir noch einen Charakter-Rotationscharakter. Jetzt ist die Sache, wenn du Talis als Friend nimmst, dann kannst du nicht Kefler oder Kalifler mitnehmen, weil die sind weder im Movie-Bosses noch sind es Extreme
er kriegt die Ehre. Denn Thales gibt ja auch, Thales gibt ja Movie Boss einen Boost oder Extreme Class einen Boost. Deswegen bekommt euch Omega Prime auch einen Boost. Ist zwar gering, Keep Usrei 50%, aber er bekommt ihn. Jedenfalls, wenn du Thales als Friend nimmst, kannst du Kefla oder Kalifla nicht mitnehmen. Ich meine, Kefla und Kalifla ist auch ne, wäre auch eine gute Rotation, aber die zwei bei dir sind halt besser. Du könntest aber einen von beiden dennoch, wenn du Broly als Friend mitnimmst, in das Team mit reinnehmen und dann rein und raus rotieren. Die würden auf jeden Fall ihren Job gut machen. Das würde passen. Aber er, was glaube ich für dich mehr von Interesse wäre, weil du ja versuchst jetzt quasi Dokumente zu schaffen, Medaillen zu farmen, wäre denke ich Golden Freezer. Den einfach rein und raus rotieren ist ein Tank, soweit, sofern du über 50% bist, hat eine Damage Reduction von 90%. Das hilft denke ich gerade für deinen Status mehr aus. Ich wollte die Girls einfach nur aufzeigen. Wie gesagt, das wäre meine Empfehlung. Ich hoffe, ich konnte dir dementsprechend helfen. Und dann, genau, lass mich auf jeden Fall wissen, wenn das funktioniert hat, wenn es dir ein bisschen leichter gefallen ist, die Medaillen zu farmen. Und ja, vielen Dank für die Einsendung auf jeden Fall. Die nächste Einsendung ist jetzt hier an der Stelle von unserem Boy Maurice den Garten. Hashtag Team Osoru, moin Osoru. Hier ist mein Fusion Team. Bin verdammt stolz auf den Kader, bin aber noch für Verbesserung offen. Schöne Ostertage. Miau. Ebenso, mein Boy. Frohe Ostern, Freunde. Schon, ja, vergessen am Anfang zu sagen. Frohe Ostern euch auf jeden Fall. Schöne Feiertage. Und zwar haben wir jetzt hier an der Stelle ein Fusion Team. Und auf das Team kannst du auf jeden Fall stolz sein, mein Freund. Alle Sieger in der Midas gelandet, 6 von 10 Punkten, also Max Awake, Max Level, 8 von 10 Punkte. Wenn wir einen kurzen Blick auf die Charakterliste einblicken, dann müssen wir auch nicht allzu viel ändern. Also aus seinen Charakterlisten hast du auch auf jeden Fall das Richtige gemacht, 9 von 10 Punkte. Ich meine, man könnte aus den Physisch rein noch einen Supporter mit reinnehmen, das müsste aber nicht unbedingt sein. Wenn der ein oder andere Bock auf einen Supporter hat, wie zum Beispiel jetzt EZA, Trunks würde sich auch in einem Fusion-Team gut machen, wegen dem Support-Aspekt. Problem dann wäre hier richtig, wegen dem Passive. Da sind zwar dann nicht zwei oder mehr Vegeta's Family-Charaktere im Team vertreten, aber bei Trunks, das hat der Vorteil von Trunks, deswegen habe ich euch damals auch eher Trunks empfohlen. Trunks ist das egal, weil Trunks bekommt ja auf den Angriff, auf seinen eigenen Angriff und auf seine eigene Verteidigung einen Boost, wenn zwei oder mehr Vegeta Family Kategorie-Mitglieder im Team sind. Aber das ist ja bei Trunks. Das ist ja bei Trunks nicht so wichtig. Das viel wichtigere ist, er ist ein Supporter und das hat er immer. Das ist egal, ob da zwei oder mehr Vegeta Family Charaktere im Team sind. Deswegen, Trunks als Supporter könnte man zum Beispiel auch mitnehmen. Aber mein Gott, wirklich, das würde auch so passen, das Team. Auch ohne einen Supporter wird es klarkommen. Ein Supporter wäre nicht immer verkehrt, sage ich mal. Pandell wäre zum Beispiel nice in dem Setup. Oder warum gebe ich dem keine 10 von 10? Zum einen Issei Gogeta. Issei Gogeta würde auf jeden Fall fehlen statt dem Incogeta, aber man könnte auf jeden Fall auch ein Pandell zu euch reinklatschen als Supporterin. Pandell ist ein guter Supporter für die Fusion-Charaktere, sag ich mal. Aber ey, ich rede dein Team nicht schlecht. Du bist, also wirklich, ich wollte es einfach nur erwähnen. Denn dein Team ist geil, kannst auf jeden Fall stolz drauf sein. 9 von 10 Punkte und so viel mehr muss man dazu auch nicht sagen. Die Rotationen sind auch dir sicherlich bewusst, Gogeta mit Super Gogeta. Und ob du jetzt Argel Gogeta mit 4-farben Gogeta hältst oder mit 3-farben Gotenks, passt beides. Das ist wirklich eine sehr schöne Rotation. Der Ink Ghost Tanks hilft natürlich den Charakteren auch aus. Sorgt für Rainbow Ops, für Ella Goita zum Beispiel. Sehr schönes Team auf jeden Fall, sehr schönes Team. Das nächste Team ist von unserem Boy Samuel. Samuel, lieben Dank fürs Einsenden. Hashtag Team Osoru. Hey, ich wollte fragen, ob mein Goku Family Team so in Ordnung ist oder ob man es besser spielen kann. Du bist der Beste, mal weiter so, Bro. Dankeschön, vielen lieben Dank für das Kompliment, mein Boy. Und so haben wir Gokus Family Team. Alle Charaktere geben die Skill an. Yes, das tun sie. 6 von 10 Punkten. Alles im Max Level, Max Awaked. Richtig, 8 von 10 Punkten. Erste Rotation 1A. LR Goku mit Full Power Goku. Das ist wirklich eine der geilsten Rotationen auch, weil zum einen hast du einen LR drin, da hast du Full Power Goku drin. Die beiden sind wirklich sehr, sehr gut. Und dann sind dann auch Link-Skills vertreten wie Saiyan Raw 25% auf den Angriff. Fierce Battle 15%. Super Saiyan 10%. Prepare for Battle GT. Key plus 4. Und das ist Shut GG. Also. Goku's Family Team, das meine ich halt, sein Leader Skill ist gestört und die Rotation mit Full Power Goku und LR Super Saiyan für Goku ist umso gestörter. Deswegen sehr schön auf jeden Fall. Wir hätten zwei Rotationscharaktere, zwei Supporter, kann man mitnehmen. Und warum nicht, gefällt mir. Aber die Zeitrotation, weiß nicht, da gucken wir mal. Vegeta ist drin, natürlich, aber Super AGL Charaktere bekommen ja auch einen Boost durch den Leader Skill. Keep plus 320%, deswegen geht das mit Vegeta. Aber schau mal, ob du vielleicht einen besseren Goku's Lineage Charakter hättest. Zum einen wegen den Supportern, mein Freund. Du hättest LR B-Pan, also siehst du noch nicht auf dem LR-Status, aber all diejenigen, die sich wundern, ey shit, ich habe im 4-jährigen Jubiläum das Event von LR B-Pan nicht gemacht, ich bekomme sie nicht mehr, nein, die Medaillen, das komplette Event, also die Drops der Medaillen, beziehungsweise um es besser zu sagen,
die Medaillen bekommt man aus den Missionen und diese Missionen wurden zu dem eigentlichen, zu dem normalen Bipan-Event, was man einmal die Woche machen kann, hinzugefügt. Also dort droppen auch die LR-Medaillen für Bipan, also dort bekommt ihr sie auch. Macht einfach einmal die Woche immer diese Stage und dann bekommt ihr sie nach und nach. Und wenn du LR-Bipan dann hast, würde ich eigentlich um echt so einen LR-Bipan reintun, statt Super Saiyan 3 Goku GT. Warum statt ihn? Ich meine, hier in der Rotation ist Saiyan Raw vertreten. Hier ist alles vertreten, was sie brauchen. Die Rotation braucht kein zusätzliches Saiyan Raw, weil angeflinkst ist, Proxy nur einmal für den Charakter in der Mitte. Braucht auch kein GT, braucht auch kein 4 Battle, tralala. Das ist alles schon gut vertreten. Die Zeitrotation mehr oder weniger auch. Also da wäre jetzt kein Charakter, der Saiyan Raw bräuchte. Außer 4V Vegeta. Deswegen hast du ihn schon richtig gewählt. Wenn er reinkommen würde, hätte 4V Vegeta noch Saiyan Raw. Aber 4V Vegeta werden wir gleich austauschen, sage ich mal. Oder wäre halt meine Empfehlung, wenn wir den Goku Sinage Boost mitnehmen. Und deswegen würde ich den Boy drin lassen. Der hat nämlich einen besseren Support-Aspekt. 35% Attack und Death. Als Supporter macht seinen Job dann in dem Setup quasi gut. Oder quasi, wenn wir Vegeta raushauen. Und mit LRB hat einen sehr guten Charakter von der Utility her. Und einem Active Skill dann. Und ja, wen tun wir aber jetzt rein? Na boy, ganz ehrlich, wenn ich hier reingucke, dann nehme ich halt den nächstbesten Goku Sinage Charakter. Okay, na klar, den Strength können wir nicht mitnehmen. Sie haben denselben Namen wie der LR. Der ist auf 100% nett, sieht nett aus, alles schön und gut. Aber ist kein Dunkelfeste Charakter, sag ich mal. Und der nächste Dunkelfeste Charakter, der bei dir so oben ist, wäre Uigoku mit einem Dupe. Uigoku habe ich ins Visier genommen. Uigoku klatscht mit einem Strength Goku zum Beispiel in der Rotation. Warum Strength Goku? Die haben halt noch zusätzlich der First Awaken, das hat Attack Goku nicht. Also bring dein Strength Goku auf 55% in der Rotation mit Uigoku, LRB-Pan rein für 3-fachen Goku GT, funktioniert auf jeden Fall. Also dein Setup funktioniert auf jeden Fall auch, verstehe mich nicht falsch. Ich will halt auf jeden Fall von dem besseren Leader Skill Gebrauch machen. Jetzt nehmen Uigoku rein mit The First Awaken Uigoku und Strength Goku. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und dann noch Bipan rein für 3-fachen Goku GT. Wir hätten natürlich einen Super Saiyan Goku noch am Start, den kannst du auch spielen, wenn du Lust hast. Aber ja, den schiebst du dann quasi mit einem anderen Saiyan rein, der Super Saiyan Prepare for Battle und das wäre mehr oder weniger gut, der würde gut auskommen. Wir könnten es ihn auch, um ehrlich zu sein, mit Uigoku spielen, weil wenn er sich transformiert, verliert er Prepare for Battle, bekommt Over the Flash. Aber erst ab der Godku-Stufe, sag ich mal, wäre es mehr oder weniger interessant oder besser, wenn man ihn mit Uigoku spielt. Oder da würde die Rotation davon profitieren, weil sie dann noch Godly Power hätten, aber wir wissen ja, ja, die brauchen ein bisschen die Charaktere oder an sich, dass sie die Godku oder Goku Blue sehen, ist ein bisschen schwieriges Ding. Godku und Uigoku würde das auf jeden Fall gut klären. Das letzte Team ist die Frage für euch, Freunde, von unserem Boy Emil. Unser Hashtag Team Ozuraio, so wie es mein Pure Saints Team, würde mich über Verbesserungsvorschläge freuen. PS, mach weiter so, bleib wie du bist. Dankeschön für das Kompliment, mein Boy. Und zwar, wie gesagt, geht hin, schaut euch das Team an, gebt dem Ganzen eine Bewertung. Dann guckt auf die Charakterliste, würdet ihr etwas an dem Team ändern? Wir haben ja ein Pure Saints Team, Freunde. Unter dem Niederskill von Physisch Vegeta war es, oder? Ja, genau. Heißt, Superclass Charaktere spielen da auch eine Rolle. Hilft dem Boy auf jeden Fall aus. Ich gehe natürlich dann am Anfang des Videos nächste Woche darauf ein. Ich bedanke mich jetzt schon mal für die ganzen Einsendungen. Lieben vielen Dank, Freunde. Ich wünsche euch noch schöne Feiertage, schöne Ferien, falls ihr noch Ferien habt. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal. Macht's gut. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.